Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Hallo, hier spricht Bianca Wüst aus Dirmstein. Guten Tag. Heute, am 10. November, ist der Gedenktag des heiligen Leo des Großen. Und als ich diesmal die Termine zur Aufnahme der Andachten bekam, musste ich doch ein klein wenig schmunzeln. Denn den 20. Januar mit meinem Lieblingsheiligen, dem heiligen Sebastian, hatte ich mir gewünscht, weil er in meinem Heimatort doch mehr zählt wie der Kirchenpatron. Mein Heimatort hieß auch immer ganz liebevoll St. Maria Rödersheim. Aber die Maria ist eigentlich nur im Ortsstempel. Der Kirchenpatron war und ist der heilige Leo der Große, dessen Todestag heute als Gedenktag gefeiert wird. Danke, Theresa, für die Auswahl dieses Termins. Oder, wie ich immer gerne sage, dies war von oben so bestimmt. In meiner Heimatgemeinde ist der Name Leo daher auch sehr oft verbreitet. Mein Opa hieß Leo. Mein Bruder heißt Leo. Selbst der leider schon viel zu früh verstorbene frühere Kirchenchorvorstand hieß, wie sollte es anders sein, Leo und wurde auch gerne als Herr Sankt Leo angesprochen. Der Heilige war Papst Leo der Erste und neben Gregor dem Großen der Einzigste, der den Beinamen der Große hat. 1754 wurde er zum Kirchenlehrer erklärt. Er ist auch der Patron der Musiker, Organisten und Sänger, was so sehr schön für unseren damaligen Vorstand des Kirchenchors passte. Die lateinische Übersetzung seines Namens heißt Löwe, stark wie ein Löwe. Und als 452 die Hunnen im heutigen Italien einfielen, ritt er ihnen entgegen. Leo erreichte offenbar vom Hunnenführer Attila, dass dieser Rom vor der Zerstörung verschonte. Hier wird sehr deutlich, wie der Name zu ihm passte. Er war Nachfolger Petrus, stark wie ein Fels. Löwenmut und Stärke bewies er. Aber er galt auch als ein begnadeter Theologe und Prediger. Dennoch verstand er es, in Seelsorge und Predigt auch dem einfachen Volke nahe zu sein. Dabei agierte er sehr risikobereit, doch stets gestärkt durch tagelanges Beten, seinem unerschütterlichen Glauben und seinem Gottvertrauen. Er war bemüht um den Frieden. Um diesen Frieden wollen auch wir beten. Der Glaube an Gott und die Bemühung um Frieden sind auch heute aktueller denn je. Ob in der großen, weiten Welt, ob in den Gemeinden, hier in unserer Pfarrei und in den Familien. Gib, dass in den Kriegsgebieten unserer Welt Friede möglich wird. Gib, dass Terror und Gewalt ein Ende findet. Gib, dass in den Gemeinden Friede und ein Miteinander möglich wird. Gib, dass Streitigkeiten in den Familien diese nicht entzweien. Gib dich auch denen zu erkennen, die den Weg zu dir noch nicht gefunden haben. Gib, dass wir alle immer wieder versuchen, Frieden zu stiften. Um diesen Frieden untereinander bitten wir dich von ganzem Herzen, der du, Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt hast, um uns den Frieden vorzuleben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.